Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Star Wars Outlaws. Mein Name ist Michael und wir spielen natürlich weiter, wo wir aufgehört haben oder eine neue Quest machen wollen. Und zwar wollen wir die Quest Die Hackerin machen. Und ja, ich weiß, es ist nur eine Lehnquest oder eine Expertenquest. Aber ich finde, die Quest ist wichtig zu machen, weil du, wenn du die hast, ja, bestimmte Türen öffnen kannst. Und ja, genau. Und ja, deswegen machen wir sie. Wahrscheinlich wird es in zwei Teilen gemacht. Ich weiß es nicht, wie lange es dauert. Ob ich es nur direkt beim ersten Rutsch schaffe oder es länger dauert. Wir werden es sehen. Ansonsten wird es in zwei Teilen gemacht. Und ja, legen wir los, Leute. Leute, aber vorher ab, checkt meinen Kanal ab. Gaming Michael kommentiert fleißig die Videos. Supportet mich, teilt meine Videos. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und lasst einen Daumen hoch da, Leute. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. So, dann suchen wir sie mal. Suchen wir sie mal. Eilers Kontakt sagt, sie nimmt keine Aufträge an. Vielleicht sollte ich mal einen Kontakt mit dem Kontakt reden. Viel Glück. Wir kommen kaum raus aus dem Crimson Dawn Bezirk. Er wohnt quasi in unserer Landebucht. Ich wette, Eiler Brenn weiß, wo man gute Hacking-Ausrüstung findet. Okay. So. Haben wir schon unsere Informationen teilweise? Crimson Dawn Viertel. Ah, was haben wir hier? Ja. Liebe Güte, ein Merkal? Wonach suchen wir denn heute? Weiß ich nicht. Okay, haben wir schon. Was verkaufen wir denn? Kann bedenkenlos verkauft werden. Okay, dann machen wir das mal. Ein bisschen Geld. Wir haben nämlich gar nichts mehr. Ah, kriegen wir ein bisschen schön Geld zusammen. Ein bisschen. Oh, kann bedingtlos verkauft werden. Kann wieder 1000. Ah, toll. Junge. Was haben wir denn davon? 116 im Besitz. Oh. Ja. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Haben Sie es sich anders überlegt? So Anfragen. Ja. Aha, aha. Okay. Keine Sorge, Sie kommen wieder. Was ist denn hier in der Nähe für ein Tresor?
hier. Was ohne? Ach so, okay. Oh ja. Gut. Wir müssen aber da lang. Hier lang? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Sie arbeitet für uns. Ja. Ah, ich muss da sogar rein. Aha. Na dann. Flutter, Doberkeks. Ach, hab ich schon geknackt, okay. Hier müssen wir hin. Hier müssen wir hin? Jo. Hey, sag mal, kennst du zufällig eine Hackerin namens Ayla Brenn? Sie sucht nicht nach Aufträgen. Oh, ich will sie nicht anheuern. Ich bin selbst Hackerin. Ich will nur mit dir reden. Weißt du was? Wie du willst. Ayla, hier fragt seine Amateure nach dir. Ernsthaft? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Oh, ich bin Kay Vess. Ich suche nach neuer Hacking-Tech. Ich hab gehört, du wärst die Beste in der Gegend. Vess? Was du nicht sagst. Bring mir ein imperiales Sequenziergerät. Dann reden wir. Oh, sieh mal an. Sie hat Koordinaten geschickt. Du Glückspilz. Tja, okay. Ja, danke. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich sag ja, es kann sein, dass ich in zwei Teile machen muss. Sie ist in Ordnung. Was ist das? Ach, da muss ich hin. Okay. Ich kann keine Schnellreise machen. Schade. Irgendwie rauskommen hier. Schnauze. Suchen Sie etwas Bestimmtes. Ja, ich muss doch mal raus hier. Thank you.
Ja? Wissen, wie das läuft? Zahlen und Schweigen. Daka Tinkasa. Ich habe sie von der Fahndungsliste gestrichen. Ja. Wisse, British Hacking Kit. Ah, super. Das zum Beispiel, brauchst du so Hacking Kit. No? Hallo, spuck's aus. Und das haben wir nicht. Genug gelaufen, Nix? Ja. Hey, Ankh. Kennst du eine Hackerin namens Ayla Brenn? Dago. Sie ist ein Schick, das er ganz schafft. Ich glaube, sie kannte meinen Namen. Snuba no Bato, Furos von Schick, der Pür? Nö. Ein Sequenzmodulator. Ein Techniker sollte einen haben. Da muss ich hin, oder was? Ja. Ist niemand. Da drüben. Hier ist niemand. An alle Einheiten bitte melden. Eine Verdächtige ist in ihrem Bereich. Ich will das Gebiet finden und festnehmen. Ich kämpfe das Gebiet. Alles klar. Wo ist sie hin? Wo ist sie? Zielperson verloren. Kehren Sie auf Ihre Stationen zurück. Was war das? Nichts. Genau, was war das? Durch.
war das? Ich hab doch keine Paranoia. Aha. Sehr seltsam. Naja, sehr seltsam, genau. Merkwürdig. Verdächtig. Was war das? Ich hab doch keine Paranoia. Zielperson verloren. Ist hier jemand? Klingt gut. Gehen wir nix. Ayla, ich hab deinen Sequenzmodulator. Wohin damit? Bess, gutes Timing. Ich sende dir meinen Standort. Komm, sobald du kannst. Halt dich fest, nix. So. Hey, du hast nicht gesagt, dass du dich an der imperialen Anlage zu schaffen machst. Genauer gesagt stecke ich hier fest. Sie haben mich umzingelt. Und ich soll jetzt irgendwie da rein. Aber stirb nicht dabei. Ich brauche dringend das Sequenziergerät. Ich tue mein Bestes. Tja. Ich mache meine Arbeit und stelle keine Fragen. Genau. Ja. Irgendwie kommen wir da rein. Dann müssen wir erstmal komplett außen rumlatschen. Wir werden noch mit dem Dings. Na los, das geht schneller. Irgendwo kommen wir da rein. Genau, hier sieht schon mal gut aus. Der Kommandeur kommt vorbei. Nehmt Haltung an. Der Kommandeur kommt vorbei. Aha. Ah. So, so. Schon mal gut. Ich halte Wache. Also, wo ist jetzt der Hangar? Dieser Sektor ist sauber. Ende. Oh.
Wetter hier schlecht? Dann arbeite mal auf einer dieser Eiskugeln im Outer Rim. Hallo. Die Hackerin ist irgendwo da hinten. Keine Probleme hier. Was siehst du? Verstanden. Hast du was, Kleiner? Ja, wir können aufs Dach, aber müssen, glaube ich, ins Gebäude hier rein. Ist hier jemand? Also, du kannst nur durch diese Tür da, glaube ich, rein. Das muss der Hangar sein. Lagebericht, nichts zu vermelden. Na los jetzt! Okay, ich bin drin. Gut, ich habe die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Sie steht frei! Da drüben! Lassen Sie die Macht des Imperiums aufführen! Bewegung! Na klar, beim letzten Einsatz ändern Sie die Protokolle. Ayla? Ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut. Jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Mach ich trotzdem Alarm aus. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist so. Plan C. Wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Super. Die wechseln. Alles hier macht alles sauber. Krank. Mann, Mann, Mann. Siehst du was? Auf dieser Seite ist alles ruhig. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow, nicht schlecht. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze kontrollieren, damit ich hier abhauen kann. Hast du das gemacht? Viel Erfahrung und richtig gute Technik. Darüber muss ich in den Turm? Ja. Halten Sie die Blasterkanone erstmal für mich los. Ja, muss ich. Thank you.
Ist jemand in der Nähe? Was siehst du? Ich bin jetzt am Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Geschütze ausgeschaltet hast. Achtet auf verdächtige Aktivitäten. Vorbei, ich glaube schon. Melden Sie sich bei Ihrem befehlshabenden Offizier. Schleichen nix. Ja, ich musste die erschießen. Von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. Ah? Schön. Lässt du mich einfach hier alleine? Finde ich hier ganz toll. Das ist die Einrichtung, ja, ja. Sehr nett. Wie komme ich jetzt hier rauf? Ich wünschte, ich könnte jetzt Rebellen jagen. Ich rufe Verstärkung! Du musst gar nichts, Junge. Hauptsache, wir sind hier weg. Mir geht's gut, ehrlich.
gut festhalten. Alter, ich bin draußen. Und nicht mal in Handschellen. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja, mein Kit hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich habe bei Sand was hinterlegt, was ziemlich cool ist. Ich sag ihm, er soll dich beim Akal treffen. Leitersprungfähigkeit oder so. Ja, so ein bisschen, ja. Genau. Ah ja. Sammelobjekte. Na, jetzt kann ich so einen Satz machen, ja, genau. Naja, muss jetzt wieder hier hin. Sie treffen. Also, Eila hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Okay. Ja, Quest abgeschlossen. Haben wir doch mit einem Satz geschafft. Wirklich, okay, diese diverse Geräte zu hacken und sich mit Jokern einen Vorteil zu verschaffen. Ja, ich sag ja, in manchen Sachen brauchst du das Ding halt und ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ayla, ich hab dein Hacking-Kit. Danke. Ich schick dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst. Und fest? Ohne dich wäre das nichts geworden. Du wirst deinem Namen gerecht. Wie meinst du das? Hör zu, ich bleibe auf der Renpali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht. Komm mich doch besuchen. So. Nee, alles gut. Wir wollten nur ein Hacking-Kit haben. Ja.
Hacking für Fortgeschrittene. So, welche Quest machen wir denn jetzt? Also jetzt gar keine, ist klar. Aber beim nächsten Mal, was nehmen wir denn da? Na, ich glaube, wir machen nächstes Mal wieder hier irgendwas. Der Söldner auf Tatwin, ne, Toshara. Hier sind wir doch gerade auf Toshara, oder nicht? Hm. Wir sind doch gerade hier. Wo ist das denn? Hallo? Schiffsteile im Angebot. Muss was repariert werden? Hm, vielleicht. Oh. Verbessern. Schweinekohle kostet das immer, ne? Schüler pleite fast, ja. Ah, Aussehen kann ich verändern. Gelb will ich nicht. Dann lass ich lieber blau. Weiß ich zu schätzen. Beehren Sie mich bald wieder. Die Quest ist hier, bei mir auf dem Schiff. Hm. Ja, Leute, aber das war's. Ich guck mal, ah, ich kann gar nicht speichern. Warum nicht? Warum nicht? Was ist hier? Mit Ankh an Bord sind wir einen Schritt näher, dieses Todesmal loszuwerden. Danke, hat diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Hey, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pais und Ashiga ein Geschäft vermittelt. Es ging um eine exotische Molluske. Ah, um eine Muschel. Aber jetzt der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Bleib hier und sag danke, dass ich dabei bin. Hm. Oh, kann ich jetzt speichern oder nicht? Nee, warum nicht? Weil ich was? Solange du dich im Kampf befindest. Das ist ein Kampf. Ein Kampf ist mit mir selbst. Gut. Leute, das war's trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir schon. Mir macht es immer eine Menge Spaß, mit euch hier diese Videos zu machen. Ich hoffe, euch auch. Wenn ja, dann kommentiert fleißig, Leute.
lasst einen Daumen hoch da, lasst die Liebe da, supportet mich, teilt meine Videos und lasst gerne kostenlosen Abo da und vergesst nicht, Leute, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich mache so vieles, ja, Gameplays, also Let's Plays, ja, Dead by Daylight, Fortnite bevorzugt und halt auch EA Sports 25, was jetzt auf Freitag rauskommt, werde ich auch für euch wieder Videos machen. Ja, wie gesagt, Leute, somit verabschiede ich mich und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.